lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. So, neue Wohnung, aber noch nicht alles fertig. Und ich kann Design tatsächlich gerade nur auf diesen Schlapptop hier aufnehmen. Deswegen müssen wir uns damit erstmal arrangieren. Ja, Partner, sagt Hans. Es ist wirklich ein Schlapptop, der ist wirklich sehr, sehr langsam. Ne? So. Wird erledigt, Muchacho. Sobald du den Zugang... Na, okay. Oh, er ist witzig. Er ist witzig. Dieses Ding ist sehr witzig, ja. Sweet Mary and Joseph. Du wirst nicht glauben, was ich gefunden habe, Cowboy. Ja, was denn? Lass mich das wissen, Digilein. Ihr hört vielleicht ein bisschen meine Nachbarn, die sind so ein bisschen... So. Ja, hier sind alle unsere... Nee, nicht Freunde drauf. Wer sind die? Okay. Wie komme ich wieder weg? Hallo? Spiel? Ah! Bless your heart. This Emily scares me. What? Okay. Warte mal. Ist das möglich, dass man hier... Oh, nee. Da, schade. Ich dachte, da kommt man irgendwie... Alben, Mediathek. Okay. Neu. Hanna, ich konnte mir Zugang auf Emilys Handy verschaffen. Mhm. Mein Mikrofon hier oben, ja. Piek. Was sagst du dazu, Schwesterkind? Sie ist verstört, total. Ich kann es gerade nicht fassen. Das ist meine damalige Schulklasse. Was? Ganz oben, das bin ich. Damals hatte ich die Haare doch blond. Und die anderen? Das sind alles ehemalige Klassenkameraden von mir. Oh Gott, schau dir mal an, was sie mit den Gesichtern gemacht hat. Ja, so hat mich gerade das Spiel eben halt aus dem Spiel gekickt. Naja, so geht's auch, ne? So. Komm, Henna, sag uns alles, was du weißt. Oder was du nicht weißt. So, gib mal wieder an hier. So, das war, genau, das ist eine Klasse, genau, was sie mit Gesicht gemacht. Und der Typ rechts unten, das ist Daniel, mein Ex. Hat sie ihn anmarkiert nochmal, oder? Denn jetzt frage ich mich, was ist, ja, hast du noch Kontakt zu ihm? Und diese Tina war sicher nicht in deiner Klasse? Wo hat Tina denn noch die ganzen Fotos her? Das ist sehr skurril. Das wüsste ich auch mal gern. Wow, das Spiel ist wieder eingefroren. Ich frag mal in meiner frühen Clique nach. Vielleicht können Sie sich an Tina erinnern. Mit ein paar von Ihnen habe ich immer noch Kontakt. Ja, das ist doch gut. Ich schau mal, ob ich um die Uhrzeit noch jemanden erreiche. Mach das mal. Das ist genau die richtige Idee. Mach das mal. Bumm. Ich halte dich auf dem Laufenden. Jo. Und nun? Flipp, weg ist sie. Ja, das hat noch nicht mal angezeigt, dass sie online ist, ne? Ich sag ja, das ist irgendwie... Spinnt das hier alles ein bisschen. Bams. Die Nachbarn sind ja zum Glück sehr, sehr leise. Nora, juhu, auf dich habe ich mich am meisten gefreut heute. Juhu. Was ist hier los? Ach, die säuft ja jetzt gerade, ne? Stimmt. Und dann wollte sie mich ja noch anschreiben, hat sie gesagt. Auch wenn sie besoffen ist. Und wir haben gesagt, ja, alles klar, Baby, mach das doch. Na, können wir ganz große machen, amore. So. Hab dem Barkeeper gesagt, ich will den stärksten Cocktail. Warum? Genieß den Abend. Mein Akku ist gleich leer. Wieso gehst du mit leeren Akku los? Schau mal bitte in meinen Statustext. Was?
Eigentlich wollte ich es dir persönlich sagen. Aber jetzt ist es raus. Schlaf bitte eine Nacht darüber und sag mir morgen, was du darüber denkst. Oh, was ein Statustext. Oh, ich schreibe dir immer noch. Warum soll ich das morgen sagen? Ich habe jetzt Lust, das jetzt zu sagen. Worum geht's eigentlich? Hat sie aufgehört zu schreiben? Nee, ich kann nicht, ich kann nicht. Ich wünschte, ich könnte, aber irgendwie kann ich nicht. Wüb, alle sind sie immer gleich weg, ne? Boah, liegt es daran, dass der PC überhitzt oder? Ich weiß nicht. Ja, der PC, da kannst du ein Ei drauf kochen. So. Ich würde es mir gerne mal angucken, aber irgendwie sagt PC, nee. Computer sagt nein. Ah, jetzt haben wir es. Beziehungsstatus. Mein Lieblingsnorwegisch. Folge auf Instagram. Was denn für Status-Dings-Text? Das sind die ganzen Videos von ihr. Folge mir auf Instagram. Austauschstudenten aus Dings. Hä? Bin ich gerade ein bisschen dumm? Ich in klein, ich ganz klein. Was? Übrigens ist auch YouTuberin. Nee, nicht Nora. Die Hanna ist YouTuberin, unsere Schwester tatsächlich, ne? Ja, genau. So, Galerie. Aha, mein Tutor. Du hast mir so den Kopf verdreht, obwohl ich dir noch nie nahe war. Ja, klar. Was auch sonst, oder? Mach ich doch bei jeder. So. Ach, herrje, was ist hier denn los? Hier ist ein Pfad. Achso, das war ja das, wo Chiara gekommen ist. So. Folge ihm. Er fuhr da der bestimmt. Was? Leute, hier steht ein Auto. Ja, das ist das der von Dr. hier Tiefenbrunner, hätte ich mal gesagt. Ach, herrje, jetzt geht das schon wieder los. So, Leute, ich muss mal ganz kurz wieder in die Tür. Dann mache ich gleich mal einen Break und so weiter und so fort. So, ich kenne das ja. Aber Aufnahme die dritte, tatsächlich. Jetzt haben die hier aber weitergeschrieben. Und ich muss gucken. So. Einfach froh und munter haben die weitergeschrieben. Nun, warte mal, ich muss ganz noch. So. Genau, Henry Fons. Das könnte das Auto des Führers sein. Die Türen sind offen, aber steckt kein Schlüssel. Sollen wir das Auto nach Hinweisen durchsuchen? Chiara, Sie müssen sofort das Kennzeichen nennen. Ich werde in unser System nach dem Halter suchen. WKJ242. Danke. Das wird jetzt ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Was? So viel Zeit? Wenn die eine Autokontrolle machen, dann ist eine Frage von Sekunden. Dann haben die den Halter, dann haben die den, was für Filme der sich anschaut und. Ich wollte gerade so was anderes sagen. So. Verdammt, was mache ich jetzt bloß? Mein Fuß, ich kann kaum noch laufen. Und mein ganzer Arm blutet. Du musst versuchen, das Auto kurz zu schließen. Ja, das kann sie. Schau im Handschuhfach nach, ob vielleicht findest du da Hinweise. Guck mal unter den Sonnenblenden, ob dort ein Schlüssel ist. Ja, das ist so typisch Filmklischee. Überprüf den Kofferraum, ob der gemütlich ist für dich. Okay, machen wir das. Moment. Schaut euch das mal an. Na, da bin ich aber gespannt. Was tap wieder? Tanja anrufen. Tanja. Wer ist Tanja? Das hat sich, glaube ich, gerade jeder gefragt. Noch nie gehört. Sagt mir leider gar nichts. Was hat's das so bedeuten? Der Name Tanja ist mir in meinen bisherigen Ermittlungen noch nicht untergekommen. Aber ich konnte in der Zwischenzeit den Halt des Wagens feststellen. Er sollte Ihnen allen bekannt sein. Na, wer ist der Halter? Das Auto gehört Jonathan Müller. What the fuck? Warum steht Jonathans Auto da? Das würde ich auch gerne mal wissen. Ja, ich allerdings auch. Stand der Entführer etwa doch in Kontakt zu Jonathan? Hat Jonathan seinen Tod etwa nur vorgetäuscht? Ja, genau.
Das wüsste ich. Nein, Tomji, das Auto von Herrn Müller war nach seiner Ermordung nicht auffindbar. Wir haben die ganze Zeit danach gefahndet. Ich gehe jetzt davon aus, dass unser Täter Jonathans Auto gestohlen hat und für seine Entführung genutzt hat. Sehe ich genauso, Henry. Wir konnten keine Autoschlüssel bei Jonathans Leiche finden. Auch bei ihm zu Hause nicht. Also, wurde Jonathan gefunden, wurde es echt gesagt? Helmut, was macht die Handyortung? Noch 2 Minuten, dann wissen wir, in welcher Mobilfunkzelle sich das Handy befindet. Oh, ein Anruf von Chiara. Ihr kleinen, widerlichen Parasiten. Was? Chiara ist tatsächlich bis zum Auto gekommen. Jetzt wird sie leiden. Und sie wird dabei an eure Gesichter denken. Denn ihr seid für ihr Leid verantwortlich. Ja, es ist doof jetzt, ne? Das ist ja blöd für Chiara jetzt, ne? Ja. Gut, war nett, sie kennengelernt zu haben und ja. Ich werde dir alle Knochen brechen, wenn du Chiara etwas antust. Ja, Cedric. Oh, jetzt kommt Gabriela, das ist schön. So muss die Hoffnung der Verzweiflung weichen. Oh. Aber normalerweise reimt doch hier Gabriela immer. Ich denke, jetzt kommt irgendwie so ein fescher Reim von ihr oder so. Oder es passiert einfach mal so gar nichts. Ah, ne? Hallo. 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 Hä? Das Spiel ist eingefroren oder eingeschlafen, wie auch immer. Ah. Was ist das hier? Warum geht es nicht weit? Warum? Spiel, mach weiter. Neu. Ja, das ist ja. Ja, so muss die Hoffnung der Verzweiflung weichen. Ja, das haben wir ja schon gelesen. Dankeschön. Und jetzt? Also das Spiel ist so nicht eingefroren, aber es geht irgendwie gerade nicht weiter. Das ist echt blöd. Jetzt passiert ja gerade gar nichts mehr. Huch, was passiert jetzt? Alles auf einmal hier. Ups, was? So, Schätz. Ja, irgendwie geht das Spiel nicht mehr weiter. Ja, Kinderchen, das tut mir leid. Mal gucken, vielleicht finden wir da noch irgendwas raus, so ob es weitergeht. Sollte es nicht mehr weitergehen. Ihr seht selbst, es geht einfach nicht weiter. Oder habe ich irgendwas vergessen zu tun? Nein, eigentlich nicht. Es ist ja hier der Chat angezeigt und vielleicht soll ich das Spiel nochmal neu starten. Also, Kinderchen. Ich hoffe, das geht mal nach Neustadt weiter. Wir sehen uns wieder nächstes Mal.